Er soll im Ernstfall mit bis zu 2 Metern pro Sekunde rollen und wäre damit nach Aussage seiner Erbauer das schnellste Weltraumfahrzeug, das je entwickelt wurde. Der Asimov Junior 2 soll in 3 Jahren tatsächlich den Mond befahren und nicht nur dieses Berliner Büro. Er ist dafür verantwortlich. Der Hamburger Doktorand Carsten Becker gehört zu einem Team von ambitionierten Tüftlern auf dem Weg ins Weltall. ESA oder andere große Agenturen können dann mal sagen, na gut, dann geben wir halt ein paar Millionen für so eine Studie aus. Das können wir natürlich nicht. Also das ist natürlich eine der Herausforderungen. Technologisch gibt es dann noch die Herausforderung, dass das Weltall von allen Plätzen, die ich mir vorstellen kann, das ungemütlichste ist, um Elektronik ans Laufen zu bringen. Faszination Weltall. An sich eine Domäne der staatlichen Großbehörden, allen voran NASA und ESA. Doch dann sponserte Google den Wettbewerb Luna XPRIZE. Ein Aufruf an Amateure in der ganzen Welt, eine eigene Mondmission auf die Beine zu stellen. Die Aufgabe? Mittels Transportrakete einen Rover zum Mond schicken, ihn dort sicher landen lassen, wo er dann 500 Meter Wegstrecke zurücklegen muss. Das Preisgeld für den Sieger? 20 Millionen Euro. Das Schwierigste ist, dass man das Team koordiniert bekommt, all diese Probleme gleichzeitig anzugehen und dafür zu sorgen, dass jeder die Informationen hat, die er braucht, um seine Aufgabe zu erledigen. Und natürlich auch die Zeit und Koordinationsmittel. Als der Wettbewerb vor knapp 3 Jahren startete, formierten sich neben rund 20 anderen Teams aus den USA, Europa und China auch die Part-Time-Scientists. Mit einem Budget von nur 15 Millionen Euro will die deutsche Truppe die scheinbar unmögliche Mission erfüllen. 70 Enthusiasten arbeiten inzwischen an dem Projekt. Außerdem sind 18 Partner aus Industrie und Wirtschaft an Bord, die ihre Technologie ins Schaufenster stellen wollen auf dem Weg zum Mond. Grundsätzlich kann immer alles schiefgehen. Sagen wir mal so, was jetzt schiefgehen könnte, sind natürlich zum Beispiel einfach der Start. Also das muss man sagen. Es gibt wirklich viele Stellen, wo einfach Kleinigkeiten passieren können. Die Rakete könnte auf der Startrampe explodieren. Der Rover könnte nicht losfahren, wenn er gelandet ist. Die Landung kann schiefgehen. Das sind alles Dinge, die technisch, sage ich mal, passieren können. Was ein größeres Risiko für uns ist, wo wir aber ganz gut versuchen, unabhängig zu bleiben, ist Politik. Das heißt, dadurch, dass wir relativ uns aus dem ganz politischen Schema raushalten und nicht von bestimmten landespolitischen Entscheidungen abhängig sind, minimieren wir zumindest das Risiko. Es bedarf noch einiger Vorstellungskraft, um sich den Asimov Junior 2 statt auf Büroparkett in einer staubig wüsten Mondlandschaft vorzustellen. Doch der 30.000 Euro teure Prototyp hat die Erwartungen bisher erfüllt. Nun stehen Praxistests an, dann folgt der Bau des Modells, das in 3 Jahren wirklich auf den Mond geschossen werden soll.